So, willkommen zurück beim Let's Play Grey Matter. Ja, ihr habt nicht gemerkt, dass ich eine Aufnahmepause gemacht habe. Das war auch eher nicht gewollt. Aber Gott sei Dank habe ich das getan, denn jetzt habe ich den Sound neu eingestellt. Und ich hoffe, dass das jetzt auch ein bisschen besser ist. Bam, bam, bam. So, das Dumme ist jetzt, ich weiß nicht mehr, was wir machen wollten. Erstmal Fraps weg, so. Lasst mich kurz überlegen, lasst mich kurz überlegen, lasst mich kurz überlegen. Ah, richtig, wir haben einen Brief. Ich muss den Brief irgendwie aufkriegen, ohne dass man merkt, dass er geöffnet wurde. Ah, ja. Stimmt. Also, den Gully hier benutzen wir mit dem Brief. So, dann kriegen wir... Au, ganz schön heiß. Schlau. Charles' Mom mischt sich in der Tat ganz schön in sein Leben ein. Aber muss schön sein, wenn man wenigstens jemanden hat, dem man wichtig ist. Wie praktisch, dass sie das Flugblatt für eine Gesundheitsmesse beigelegt hat. Das könnte klappen. Für eine Gesundheitsmesse? Was steht denn da? Das ist alles ein bisschen unscharf. Also, mein lieber Charles, hier ist es... Hier ist so... So, hier ist so wenig los. Ich vermisse dich sehr. Mrs. Bestel? Denk's mal, ja. Keine Ahnung. Hat gestern Kätzchen verkauft. Erinnerst du dich noch daran, als du das ist so eine blöde Schrift. Als du... Als du 10... willkommen in der neuen Schrift. Als du 10 Jahre alt warst und wir bei ihr eine Katze gekauft haben. Mucki. Ach ja, was für ein liebes Tier das war. Mucki also. Ich habe mich mit Mr. Wallet so unterhalten, dessen Sohn einen Abschluss in Oxford gemacht hat. Er ist überzeugt davon, dass du außerhalb des Studiums noch so viele tolle Möglichkeiten haben wirst. Ich hoffe sehr, dass du dich nicht nur stur auf das Lernen konzentrierst. Finde ich super, wie sie hier wirklich das Papier richtig gefaltet und auseinandergefalten wurde eben, dass da hier diese Kerbe drin ist, diese ja, Welle, ihr wisst, was ich meine. So, beim Einkaufen habe ich ein interessantes Flugblatt gesehen. Mein Gott. Ich habe es dir mal mitgeschickt. Ich weiß nicht, wann sie das hier in Milton aufhängen. Aber es wäre doch schön, wenn du da mal vorbeischaust, oder? Tu es für deine Mutti. Bitte. 1000 Küsschen Mutti. Ach ja, die gute Mutti. Oh. Genau, das wollte ich. Gesundheitsmesse im Zentrum von Oxford. Am 10. November 2005, 10 Uhr bis 15 Uhr. Kostenlose Tests. Cholesterin, Blutdruck, Blutzucker, HIV, Schwangerschaft. Das ist Schwangerschaft, vor allem Schwangerschaft braucht der Charles. Ebenfalls kostenlos Seh- und Hörtest. Gesponsert vom britischen Gesundheitsamt. Ist eigentlich nett, ne? Gehst du eben hin, kannst du alles hier Cholesterin, Blutdruck, Blutzucker, HIV, Schwangerschaft. HIV und Schwangerschaft gleich nebeneinander, beziehungsweise unten drunter. Ist vielleicht ein bisschen unglücklich gewählt, aber immerhin kostenlos. So, jetzt haben wir den Brief. Und wir wollen ja diesen Holmes. Ja, wir wollen ihn ja dazu bringen, bei dieser Sache... ich habe vergessen, die Uhr zu stellen. Das ist sehr schlau. Schlau. Kleinen Moment. Guckt euch die Gegend an. Ich hab sofort... Timer starten. Gut. Ja, jetzt läuft er rückwärts. Stoppuhr, machen wir das so. Starten. Super. So, also, wir wollen ihn dazu bringen, dass er bei uns mitmacht. Dazu, denke ich, müssen wir jetzt wieder einen Zaubertrick anwenden. Ich hoffe es zumindest. Wir suchen diesen Brieftrick. Und haben ihn wahrscheinlich überblättert. Wieder zurück. 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 Kein Briefgeheimnis. Achso. So.
Das heißt, immer von Neuem zu blättern, ist es auch ein bisschen lästig. Aber gut. Schon wieder überblättert, ne? Eieiei. Ja, nee, also so nicht. Ha. Meine Frage ist jetzt die, wie wir hier weitermachen. Ich gehe mal zur Bushaltestelle und wieder zurück, ob wir direkt mit ihm interagieren können, aber ich glaube kaum. Ich denke mal, wir müssen irgendwie den Brief austauschen und die Einladung. Ah, wir vertauschen jetzt einfach die Einladung. So, weil die Mutter hat ja, glaube ich, nicht wirklich genau gesagt, was man... ja, wir machen es vielleicht nicht vor ihm, obwohl es wahrscheinlich egal sein wird. Wir haben doch diese Flugzettelchen. Und hier ist auch das Icon. So. So, ich versiegle den Brief wieder. Jetzt muss ich ihn nur noch zurücklegen. Wir sind gut. Weil sie hat ja nicht wirklich gesagt, was und wofür. Sie hat einfach nur gesagt, dass sie ein Flugblatt gefunden hat. Und wenn ich jetzt wieder einen Gulli brauche zum Zukleben, kriege ich ja auch die Krise. Ich brauch wieder einen Gulli. Klar. Klar. Aber kein Problem. So, dann kleben wir den Brief zu. Legen ihn wieder unbemerkt bei diesem Charles hin. Und der wird ja auf seine Mutti schon hören. Der wird dann schon zu Dr. Stiles kommen und sich da ordentlich seine Portion abholen. Was auch immer da passieren wird. Hallo? Ich hab das. Wo bist du? Ah. Jetzt muss ich ihn nur noch seinem rechtmäßigen Besitzer zurückbringen. Oh, ist nicht wahr, ne? Allerhopp. Ich hab gedacht, wir kleben ihn zu. Zumindest hat sie doch eben sowas gesagt. Ich klebe den Brief wieder zu, damit es nicht auffällt. Bla bla. Das Ding war noch immer offen. Na gut, na gut. Okay, so. Jetzt kann ich den Trick abschließen und den Brief wieder zurücklegen. Ah, verstehe. Wir machen das jetzt mal ohne Buch. Der Versuch mal klug. Wir lenken ab. Und wissen aber nicht, wo wir den Brief haben. Wahrscheinlich müssen wir den Brief erst irgendwo... Ja, das ist jetzt blöd gelaufen. Okay, also, wir haben den Brief hier, lenken ab und legen ihn in die Umgebung. Hallo? Mal blind. Hier hin. Wir haben ihn in der Hand, lenken ab und legen ihn dann hin. Ha! Hey, Homer! Weißt du zufällig, ob man mit dem Münztelefon da drüben auch internationale Gespräche führen kann? Ich überlege gerade, ob ich nicht mal meine Mom anrufen soll. Das weiß ich leider nicht. Kein Problem, ich schau nach. Man sieht sich. Schneller als du denkst. So, können wir ihn jetzt nochmal anquatschen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass er den Köder schluckt und heute Abend aufkreuzt. Hoffe ich zumindest. Das macht er schon. Die hat jetzt gesehen, dass wir mit dem hier ein bisschen anschnacken. Dann wird sie wahrscheinlich mit uns jetzt sprechen und wird auch dorthin kommen. Das gibt's doch gar nicht. Wie hast du das gemacht? Ich habe nicht mehr als ein Hallo aus dem Kerl rausbekommen und ihr zwei plaudert nur so dahin. Ach, weißt du, wenn man zusammenarbeitet, kommt man sich schnell näher. Bei Charles muss man aber zaghaft vorgehen. Er ist so unerfahren. Du bist ja ein richtiger Vamp. Also, kommst du heute Abend oder habe ich Charles ganz für mich alleine? Jungfräulichkeit ist solch ein vergängliches Gut. Du Ausgeburt des Teufels! Bist du dir sicher, dass die Sache ungefährlich ist? Ich würde dich doch nicht in Schwierigkeiten bringen. Nein, nein. Also gut, ich bin dabei. Wird sicher lustig. Ja, fragt sich nur für wen. So, die ist ja leicht zu überzeugen gewesen. Sie hier haben wir... Es war einfacher, als ich dachte, sie zu überzeugen. Verrückt, aber einfach. Doch richtig, mit dem Wahrsager-Telefon haben wir... Also... Wir haben 1, 2, 3, diesen Adrian und die Lisa, weiß ich jetzt gar nicht. Oh Gott, da bin ich überfragt. Es gibt keinen Grund reinzugehen. Hier draußen sind schon ein paar geeignete Opfer. Wie viele brauchen wir denn eigentlich nochmal? Oh, 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 ich dachte schon, mein Spiel hat sich aufgehängt.
So, sie müssen heute nur einige Sachen erledigen. Bla bla bla, ihre Sachen packen. Sechs Studenten. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Und vergiss es, ich mach da bestimmt nicht mit. Wir sind keine Studenten, wir müssen da nicht mit. Wir sind die Assistentin, hallo? Wir heben vielleicht den Stromspritzel oder was auch immer das da wird. Das heißt, ich gehe jetzt mal zurück. Und gucke, ob das jetzt schon reicht. Sieht wirklich ein bisschen düster aus hier, ne? So gruselig. Aber dennoch interessant. So, gucken wir mal. Lade, drü, lade, drü. Und sie ist immer noch nicht ansprechbar wahrscheinlich. Sie macht einen sehr netten Eindruck. Jojo. Jojo. Kommen wir da jetzt gar nicht hin? Wohin? Oh, Missy, wohin willst du denn? Hallo? Hallo? Ich hab doch nicht... Ja, tschüss, ne? Okay. Ich werde das Gefühl nicht los. Ich gehe jetzt halt mal doch oben hin. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir noch immer zwei Leute suchen. Na komm, lauf ein bisschen. Und dass das hier noch immer... Ja. Den Hasen besuchen wir jetzt auch nicht. Braucht auch seine Privatsphäre. So, dann gehen wir hier in den Salon rein. Also ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich das so ein bisschen skippe, aber die Wege, die sind immer die gleichen. Sie macht immer die gleichen Ausschlänger hier und hat zum dritten Mal kapiert, dass das abgeschlossen ist. Okay. Also, ach, Moment, ich bin ja blöd. Ich kann ja über die Karte gehen. Karte? Nein, das war nicht die Karte. 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 Meinten die das? Silber, Gold und Weich? War doch irgendwas mit Gold und Silber und... Ich hab's vergessen. Aber... Wir haben ja diese kleine Anzeige. Und ich bin echt gespannt, wer oder was dieser Dr. Styles ist und wieso der so einen schlechten Ruf hat. Nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ich wollte da drauf, so. Nee, irgendwo konnte man das doch lesen. Na gut. Ich weiß aber, dass hier noch so ein Studentenheim ist. Vielleicht, wenn wir jetzt sagen, hier, passt mal auf, wir haben vier Leute von euch gefunden und die kommen alle mit, kommt doch auch, dass das dann vielleicht geht. Weil im Campus selbst konnte man ja nirgends mehr großartig weitergehen. Ist ja nicht so, dass ich es nicht versucht hätte. Show. Show, show, show. Der Schießhund da vorne dran. Ich könnte versuchen, an dem Wachmann vorbeizukommen, aber ich bin mir nicht sicher, ob es das wirklich wert ist. Hallo, wir brauchen noch zwei Leute, natürlich. Ich könnte versuchen, an dem... Okay, da rein. Er ist für die Sicherheit... Oh, wie Spaß. Dann... Erstechen wir ihn. Nee, aber... Ja, ich könnte versuchen, dass, wenn sie das sagt, ist es ja nicht versucht. Das ist dann zu sagen, ich könnte versuchen. Was haben wir hier? Streichhölzer. Ach so, das ist... Ihr wisst es wahrscheinlich schon längst, aber ich tue mich hier mal wieder schwer. Hallo? Ah. Ich hätte gerne ein Inhaltsverzeichnis. Es bringt auch nichts. Ah, vielleicht ist der Papp ja jetzt offen. Alter, nee. Oh Mann, oh. Komm zurück. Zurück.
Oh, Missy. Und wieder laden. Ayo. So, willkommen zum Let's Play Lade. Okay, wir wollten... Windy Dog, irgendwo muss es ja weitergehen. Leider haben sie... Natürlich. Oh Gott, ey. Okay. Man hat hier auch sonst keine Hilfe. Bei den meisten Adventures, die ich kenne, kommt dann hier entweder so eine Sanduhr hochgefahren oder man hat drei Tipps innerhalb von, keine Ahnung, 2 Stunden oder so. Und hier ist irgendwie so gar nichts. Verzweifelte Situationen erfordern Toll. Wie kommt man dem vorbei? Ich könnte versuchen... Guck mal den Kuli an. Ein dampfender Gulli. Ein dampfender Gulli? Na toll. Wir rufen... Mr. Styles an und sagen, dass wir ein paar haben. Tut uns leid. Wollen nicht alle, aber wir haben ein paar. Ich sollte ihn nicht anrufen, bevor ich erledigt habe, worum er mich gebeten hat. Ja, aber jetzt er scheint nicht sonderlich viel Sinn für Humor zu... Sehen wir aus, als ob wir scherzen. Hm. Vielleicht will er ja kommen. Nee. Kann ich mit dem irgendwas machen? Vielleicht Handzettel? Nein. Das Rätsel? Das Rätsel haben wir ja auch noch. Ah, halt, bleib da. Achso. Ja, nein. Man kann es auch nicht abbrechen. Das ist ein bisschen blöd. Da verklickst du dich einmal und es ist einfach nicht abzubrechen. Hm. Dann hast du diesen ewig langen Ladebildschirm hier und das nimmt so ein bisschen den Spielfluss, möchte ich mal sagen. Hier steht auch keiner. Da. Ich wollte nämlich so einen schon instinktiv anklicken. Telefonzelle, es bringt uns jetzt auch nichts. Im Moment gibt es... Er muss aber erst hinrennen, um es uns zu sagen. Ich bin ein bisschen, also ich bin wirklich überfragt jetzt, wie es im Moment weitergeht. Ich hätte nicht diese Pause machen sollen, dann wüsste ich es jetzt wahrscheinlich. Irgendwas Simples übersehe ich. Irgendwas Kleines entgeht mir. Gehen wir nochmal zum schwarzen Zauberstab. Blim, blim. Hallo, Mr. Hallo, Mephistopheles. Miss Everett. Freut mich, dass Sie mir einen Besuch abstatten. Ich brauche Verkleidung. Gib mir was. Er begrüßt uns immer sehr nett. Das muss man ja lassen, aber... Es bringt nichts, wenn ich hier auch nichts nehmen kann. Alles so. Geld, das dieses... Es ist gerade ein bisschen schwierig. Hm. Und tschüss. Tja, dann gucke ich jetzt halt doch nochmal auf den Campus, weil hier ist nichts mehr. Außer sie könnte versuchen, daran vorbeizukommen, an diesem Bach runter. Aber versuchen es eben nicht machen. Also wir brauchen einen Ausweis. Er hat ja gesagt vorhin, er möchte einen Ausweis sehen, ansonsten lässt er uns nicht durch. So. Und jetzt bräuchten wir halt einfach nur noch diesen Ausweis.